Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Final Fantasy VII Remake. Wobei ich mal wieder meinen verdammten Timer vergessen habe. Schnell, schnell, schnell. 15 Sekunden muss ich mir abziehen, so. Guti, wo war ich? Das sind ein paar Stunden her, ich weiß nicht mehr, wo ich war. Stimmt, ich soll Informationen sammeln für die, oder für den... für diese Aufgabe da. Da liegt noch ein Item. Sorry, ich will nicht stören. Was? Ach, Engel des Slums, genau. Ihr schnüffelt seit kurzem so einen Reporter rum. Bist du etwa in seinem Auftrag hier? Ha! Selbst wenn ich was wüsste, ich sag nichts. Der Racheengel ist unser Held. Als würden wir ihn an Shinras Schoßhunde verkaufen. Die Alten haben interessante Geschichten auf Lager. Reden wir mal mit allen, wo ich reden kann. Mit der hatte ich schon, glaube ich, aus Versehen. Ach du meine Güte, was meinst du? Na, den Racheengel natürlich. Jeder kennt ihn, aber niemand weiß, wer er wirklich ist. Vor seinen Raubzügen schickt er immer eine Ankündigung raus. Und doch wurde er noch nie erwischt. Wie macht er das nur? Ich habe gehört, dass er Magie einsetzt. Eine Hexe soll dieser Racheengel sein. Ich habe gehört, dass er ein Ungeheuer sein soll. Da wäre mir eine Hexe noch lieber. Wenn ich dir erzähle, was ich noch weiß, fällst du aus den Socken. Tut mir leid, aber das ist alles, was ich... Wirklich? Dabei hatte ich mich so sehr auf noch mehr Gerüchte gefreut. Toll, wir finden Gerüchte ja so toll. Hier in diesem Gebäude trifft sich die Bürgerversammlung. Keine Sorge, ich werde euch schon was Brauchbares bringen. Ja, das denke ich mir. Da. Ach ja, da muss ich noch, oder kann ich noch die Kistenschlacht machen? Die Kinder aus dem Helmchen. Und hast du was für mich? Kennst du Mireille? Sie hat gesagt, sie würde uns mit Informationen versorgen. Mireille? Die kennt doch jeder! Ich habe auch versucht, sie zu bearbeiten, leider ohne Erfolg. Wie seid ihr bloß an sie rangekommen? Tja, hatte wohl gerade... Sie zu bearbeiten, das klingt irgendwie komisch. Können Sie der Information sagen? Handelt es sich um einen Augenzeugenbericht? Oder wurden irgendwelche Spuren gefunden, die... Nein, nein. Wir wissen, wo sein Versteck ist. Sein Versteck? Das wird ein Knüller! Wo befindet es sich? Auf einer Anhöhe, am Ende einer gewissen Nebenstraße. Ein gottverlassener Ort. Eine Anhöhe an einer Nebenstraße. Ich breche sofort auf. Aber mir ist noch etwas anderes zu Ohren gekommen. In letzter Zeit sollen auf dieser Anhöhe auch Bestien gesichtet worden sein. Wie bitte? Das sollen ganz schöne Brocken sein. Wild und angriffslustig. Mein vollen Respekt, dass du dich dahin traust. Diese Information muss ich mir erst noch von einer verlässlichen Quelle bestätigen lassen. Meine Pflicht als Journalist, Sie verstehen doch sicher. Da hast du ja Glück. Den passenden Mann für die Aufgabe hast du schließlich schon, nicht wahr? Aber natürlich. Ich brauche noch mal Söldnerunterstützung. Würdest du die Anhöhe für mich auskundschaften? Ich habe ja auch das Schwert auf dem Rücken, ne? Deswegen kann man mich ja fragen. Wissen, ob es sich bei der Anhöhe... Könntest du das für mich herausfinden? Trottel. Ich weiß schon, warum ich lieber nachts aufnehme. Da bibbelt mein Handy nicht immer. Oder wegen irgendwas. Oder irgendwelchen Apps oder so. Wo ist das jetzt? Da. Okay. Ich meine, ich habe oben die Karte, aber trotzdem. Ich muss hier hoch. Ja, noch ein ganz Stück weiter weg. Mir fiel eben ein, dass noch einiges kommt.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Kapitel das Spiel noch hat. Ich glaube 16 oder so. Bei 8 bin ich. Die Hälfte noch vor mir. Jetzt muss ich mich aber sputen. Das hättest du doch alles früher machen können, Jasmin. Aber nein. Nun ja. Das sollte höchstens meine Sorge sein. Was heißt Sorge? Ist ja nicht so, als würde ich mich durchs Spiel quälen. Das macht ja Spaß. Final Fantasy VII, Mensch. Das war mein erster Berührungspunkt damals mit der Serie. Das erste Spiel, das ich durch Zufall gespielt habe. Ich hatte damals nicht mal eine Playstation. Das war durch einen Bekannten, wo ich es mal gespielt habe. Ich war ja völliges Nintendo-Kind. Und durch Final Fantasy VII habe ich mir irgendwann eine Playstation gekauft. Naja, der Rest ist Geschichte. Gleich erledigt. Aber nur, wenn ich dir helfe, klar? Bring es hinter uns. Keine große Sache. Materia-Stufe gestiegen. Mir wäre es lieber, ich würde diesen Auftrag da erledigen mit dem Schock, aber keine Ahnung, wie das funktioniert genau. Ah, jetzt sind wir hier. Wow. Zu mich erschreckt. Solltest dich wegrollen, Cloud. Seine Schockleiste lässt sich normalerweise nicht füllen. Er wird jedoch schockanfällig, wenn du ihm eine bestimmte Schadensmenge zufügst. Seine Schockleiste fühlt sich außerdem, wenn es dir gelingt, seine Eisenkugel mit Magieattacken zu treffen. Ah ja. Ja, so viel ausmachen tut das ja nun wirklich nicht. Na ja, klar. Ich hasse das Ding. Wann kann ich denn jetzt hier mal... Limit. Und dann schnell. Spring für mich ein. Ich bin auch mit von der Partie. Wieso kann er eigentlich Shiva nicht beschwören? Ja, das war doof. Triffst du von dort besser?
Ja, aber der kleine Kaktor haut schon ganz schön hin. Wenn es auch noch wenig aussieht, aber es ist ja eine Menge. Für ein Zeug, was der da ausspuckt. Offensichtlich nichts Gutes. Übernimm du. Ach, Paralysekram. Oh, oh. Gehst du weg, du Scheißvieh. Explodiert er nicht, oder nicht? Okay. Besten Dank im Namen der Armen dieser Stadt. Der Racheengel der Slums. Eine Nachricht des Racheengels? Das scheint alles gewesen zu sein. Lass uns zurückgehen. Es ist immer wieder schön, dass man nicht zurücklaufen muss. Ist das etwa eine Nachricht des Racheengels? Zweifellos. Eine waschechte Nachricht. Der Racheengel hat zugeschlagen. So, so. Das ist also eine dieser berühmten Nachrichten. Ein großartiger Fund. Irgendwelche anderen Spuren? Hier steht noch etwas geschrieben. An den lästigen Reporter von Shinra. Eigentlich hatte ich ja vor, dir eine ordentliche Lektion zu erteilen. Hast noch mal Glück gehabt, dass der Alleskönner an deiner Stelle gekommen ist. Aber fürs nächste Mal kann ich nichts garantieren. Spiel nicht mit dem Feuer. Eine Warnung vom Racheengel? An mich? Soll also heißen, dass sich die Bestien zerfleischt hätten, wenn du selbst hingegangen wärst. Du meine Güte! Fast hätten meine Informationen dich umgebracht. Ich sollte besser aufpassen, wem ich was sage. Schon gut. Mir ist zum Glück ja nichts passiert. Lassen Sie sich nicht davon beirren. Über Ihre Informationen aus den Slums würde ich mich immer freuen. Eine neue Nachricht des Racheengels! Sein nächstes Opfer ist Don Corneo vom Wallmarkt! Das Warten hat sich gelohnt! Don Corneo ist ein großer Fisch! Das wird eine Sensation! Sieh da! Moment! Wo haben Sie das her? Das war's dann wohl mit meiner Bezahlung. Hier, das ist für dich. Kein Grund zur Bescheidenheit. Das Geld kommt aus der Tasche dieses Reporters. Keine Sorge, das ist nicht gestohlen. Nur geliehen. Ich bin sehr beeindruckt. Dein guter Ruf kommt nicht von ungefähr. Sinnet. Ich frage mich, was der Racheengel wohl plant, Don Corneo abzunehmen. Was für ein Knüller. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Finde ich auch. So. Nun dahin. Für das Kistenspiel. Insofern ich es denn gleich richtig hinbekomme. Cloud, kennst du schon Moggy?
Er ist etwas seltsam, aber sein Laden bringt... Hier gibt es ziemlich viele Monster. Du musst dir sicher keine Sorgen machen. Kennst du schon Mogi? Nein. Ich habe ihm nicht schon zig Mogri-Medaillen gegeben. Du kannst immer zum Spielen kommen. Gucken wir mal. Zerstöre innerhalb des Zeitlimits so viele Kisten wie möglich. Für jede zerstörte Kiste gibt es Punkte. Übertrifft die Zielpunktzahl für einen erfolgreichen Abschluss. Unterschiedliche Arten von Kisten haben unterschiedliche Festigkeiten, Effekte und bringen unterschiedliche Punktzahlen. Wähle deine Kiste weise aus und jage die Höchstpunktzahl. Schlägst du auf eine blaue Kiste, lädt sich die RTB-Leiste stark auf. Im Kistenkrieg kannst du nur die Waffenfertigkeit der ausgerüsteten Waffe und den Mutangriff anwenden. Zerstörst du rote Kisten, verlängert sich die verbleibende Zeit. Blau ATB, rot Zeit. Der Rest ist einfach nur Punkt. Okay, das wird nichts. Zumindest noch nicht. Egal, lass liegen. Das ist aber ein bisschen... Das war daneben. Ich bin echt so blöd gerade. Keiner Waffenschein. Okay. No. Ja, das wird nichts. Es waren fast 30.000, hat nicht viel gefehlt. Nun gut. Na gut, Medaille und die Sichel. Was ist? Wollen wir zurück? Was denn? Schon? Cloud, du bist ja ein richtiger Workaholic. Was bleibt mir übrig bei der miesen Bezahlung? Du bist halt noch in der Probezeit. Bald verdienst du mehr. Also, ab nach Hause. Okay, das heißt, ich müsste jetzt alles haben. Offensichtlich. Nur hier kann ich noch meinen zurück für das letzte Item. Dass er auch immer hängen bleibt in der Ecke. Zuerst. Der Job war
Ja. Da bist du ja. Ein Hinterhalt? Sieh an. Das muss dann wohl dein neuer Freund sein. Du sagst das so, als wäre das was Schlechtes. Verstehe. Marco-Augen. Du sollst Reno besiegt haben? Was, wenn es so ist? Mein Boss will einen Bericht. Ich muss die Fakten überprüfen. Jetzt darf ich ja noch dich hauen. Lass uns gehen, ja? Root ist kein schlechter Mensch. Das kann schon sein. Allerdings lassen wir uns nicht gerne zum Narren halten. Nimm's mir nicht übel. Ein Tag, wie er im Buche steht. Eine große Klappe, aber nichts dahinter. Werden wir sehen. Ich hasse Gewalt. Und doch machst du mit. Die juckt das gar nicht, was ich hier mache. Will der mich verarschen? Kein Problem. Kannst du uns nicht in Ruhe lassen? Das kann ich nicht. Hab ich dir die Brille zerrupft? Na klar, halt eine neue. Nein, ich fange jetzt erst richtig an. Gibst du jetzt auf? Nein, hab meine Befehle. Ich hab doch geblockt. Du gehst mir auf die Nerven, Alter. Du gehst mir auf den Zwirn. Irgendwelche letzten Worte? Ich zähl auf dich. Überlass das mir. Ist das alles? Wolltest du nicht deinen Partner rächen? Und los! Ja, bin noch dabei. Lass mich mal. Ich dachte, du hast Gewalt. Das hier ist Notwehr. Wie war? Bitte, lass es gut sein. Das kann ich leider nicht. Unterbrechung! Aber die Slums im Sektor 7 rufen. Die Sache kann nicht warten. Ja. Also beweg dich sofort hierher. Verstanden. Neue Befehle? Sieht ganz so aus. Geh zurück nach Hause. Nix da. Könnt ihr so passen? Ach, davon habe ich dieses Bild gesehen.